Liebe Zuschauer, ich bin extra für euch heute Morgen in die Hamburger Innenstadt gefahren. Um 7 Uhr war ich schon da und habe gefragt, was die Hamburger von dem Streik halten. Und was ich da gehört habe, war in erster Linie eigentlich Unverständnis und Ablehnung und Verzweiflung, weil man nicht wegkommt und weil ja überall und immer gestreikt wird. Und da haben wir uns gedacht, dann fahren wir jetzt zum Flughafen. Hier hinter uns hat Verdi alles aufgebaut, was man braucht für einen vernünftigen Streik. Und wir hoffen, dass wir jemanden kriegen, der mit uns spricht. Bei mir steht jetzt Herr Stube. Herr Stube, was sind Sie bei Verdi? Ich bin Gewerkschaftssekretär bei Verdi, zuständig für den Flughafen in Hamburg. Ich war heute Morgen in der Innenstadt und habe 62 Hamburger befragt. Weil ich denke, was ich denke und was ich meine, ist völlig wurscht. Das geht ja darum, was die Hamburger denken darüber. Und ich glaube, das war mein Gefühl, bei 62 Befragten war ganz, ganz, ganz wenig Verständnis. Entfernt sich die Gewerkschaft so ein bisschen vom, ich sage jetzt mal, Volk? Wir haben natürlich Verständnis für die Kolleginnen, für die Menschen sozusagen, die von diesen Streiks ganz unmittelbar betroffen sind. Das ist ja völlig klar. Ja. Denn die Kolleginnen und Kollegen sind ja ganz normale Bürgerinnen und Bürger auch. Nur das Problem ist, dass wir ohne diese Streiks in den Verhandlungen überhaupt nichts Vernünftiges auf den Tisch kriegen. Mhm. Und das ist der Hintergrund. Das heißt, es sind die Arbeitgeber, die blockieren und kein vernünftiges Angebot zur Verhandlung auf den Tisch legen. Und deswegen müssen wir leider hier draußen stehen, jetzt vor der sechsten Verhandlung, für 2,80 Euro die Stunde auf die Tabelle und 30% Zuschlag ab der ersten Stunde mehr Arbeit. Erklären Sie uns mal, wofür oder gegen wen protestieren Sie eigentlich und worum geht es tatsächlich? Es geht um diese 2,80 und gegen wen treten Sie an? Also wer ist sozusagen derjenige, dem Sie gegenüber Ihre Forderungen so kräftig äußern? Wir verhandeln hier jetzt auf Bundesebene für die Luftsicherheitskräfte. Das sind die Kolleginnen und Kollegen, die die Passagierkontrolle machen, aber auch die Beschäftigtenkontrolle an den Flughäfen. Sie sorgen also für unsere Sicherheit. Wir wissen ja, da kann es Probleme geben. Und das ist ein sehr anstrengender Job. Und auf Bundesebene wird verhandelt mit dem BDLS. Das ist der Arbeitgeberverband, der die Privatunternehmen in der Luftsicherheitsbranche zusammenfasst. Aber auch der AVK, das ist der das ist die Verhandlungsseite sozusagen derjenigen Flughäfen, die unter dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes laufen. Also eigentlich traditionell sozusagen gegen Arbeitgeber. Es geht gegen Arbeitgeber, mit denen Sie verhandeln. Selbstverständlich. Das sind die Vertreter der Arbeitgeber, mit denen wir verhandeln, so wie es immer ist in Tarifverhandlungen. Jetzt fragen sich viele, der Grund, dass man mehr Geld haben möchte, ist ja relativ klar. Das liegt vor allen Dingen daran, dass man heute im Vergleich zu, sage ich mal, vor 3 Jahren, 5 Jahren oder so, dass man deutlich weniger, also für gleiche Arbeit, deutlich weniger netto in der Tasche hat, was man ausgeben kann, richtig? Richtig, das ist der Hintergrund, weshalb wir sagen, die Kolleginnen und Kollegen brauchen das. Es ist einerseits die Inflation, es ist aber andererseits natürlich auch in der Corona-Phase hat es lange nichts gegeben und deswegen sind auch die Tabellen dementsprechend sozusagen hinten an und wir wissen ja, dass die Inflation und die Verbraucherpreise noch mal zwei verschiedene Sachen sind. Und die Kolleginnen und Kollegen merken das an der Supermarktkasse. Hinzu kommt noch, dass dieser Beruf auch wirklich ein anstrengender Beruf ist. Denn die Kolleginnen und Kollegen müssen sich beständig konzentrieren, dass sie auch wirklich darauf achten, dass niemand irgendwas Gefährliches mitnimmt, dass keine Gefahr für die Passagiere besteht. Und deswegen ist das auch eine anstrengende und herausfordernde Arbeit zu sehr ungünstigen Stunden. Jetzt kommt dazu, dass ja die ganze Preisspirale und alles das nicht von den Arbeitgebern angestoßen worden ist, sondern tatsächlich von der Bundesregierung. Protestieren Sie eigentlich auch mit Ihren Forderungen und gerechtfertigten Forderungen auch vor der Bundesregierung, weil die ist ja eigentlich, sag mal, der Anfang dieser ganzen Spirale, die sich da gerade entwickelt. Die Bundesregierung macht ja nicht die Preise. Sondern es ist natürlich die Wirtschaft insgesamt und die Kolleginnen und Kollegen haben niemand anders, zu dem sie ganz unmittelbar hingehen können und sagen können, okay, ihr müsst dafür sorgen, dass unsere Taschen so voll sind, dass wir davon eine Familie wirklich auch menschenwürdig ernähren und leben lassen können. Und deswegen stehen wir hier. Also Menschen auf der Straße, die ich heute Morgen gefragt habe, haben alle gesagt, naja, ich zahle jetzt anstatt 160 Euro, zahle ich jetzt 400 Euro Energiekosten. Das ist das Geld, was mir fehlt, das habe ich netto weniger in der Tasche und natürlich protestiere ich dafür, dass ich irgendwoher mehr Geld bekomme. Aber Schuld haben eigentlich keine Arbeitgeber, sondern Schuld hat eigentlich die Bundesregierung. Und die Frage war ganz oft, warum ist Verdi nicht in Berlin? Weil eigentlich ist ja es gibt ja eine Spirale und es geht immer weiter. Jetzt streikt ihr, jetzt bekommt ihr sozusagen hoffentlich mehr Geld. Und das wünsche ich euch von Herzen, weil eure Mitarbeiter, denen soll es natürlich gut gehen und die sollen gerechten Lohn kriegen für die Arbeit. Aber es geht ja dann weiter. Dann werden die Preise wieder teurer, weil der Arbeitgeber auch wieder das irgendwo weiter berechnet. Und es ist ja eine Spirale, die immer weitergeht. Und eigentlich ist die Verantwortung, die Basis dieser Spirale ist ja eigentlich in Berlin. Aber es ist auch nicht Berlin, das die Energiepreise festlegt, sondern es ist die Frage sozusagen eines EU-geregelten Energiemarktes und die Frage, wie dieser so geregelt ist, dass Menschen sozusagen mit ihrem Einkommen davon leben können.
und das auch vernünftig finanzieren können und nicht über die exorbitanten Kosten sozusagen das nicht mehr finanzieren können und in Armut geraten. Natürlich muss es dafür Ausgleiche geben und diese fordern wir natürlich auch auf politischer Ebene als Verdi ein. Da sind wir sicherlich hinterher, aber das können wir im Betrieb nicht beeinflussen und wir können dagegen auch nicht streiken, weil es in Deutschland keinen politischen Streik gibt, der das erlauben würde und das ist natürlich auch der Hintergrund, weshalb man dann sagt, okay, wir brauchen das in unseren Lohntüten und deswegen stehen wir jetzt hier draußen und fordern es von den Arbeitgebern ein. Eine Frage war noch, wie stehen Sie zu Herrn Wieselski? Ich selbst kenne Herrn Wieselski nicht. Ansonsten kann ich nur sagen, wenn Kolleginnen und Kollegen auf die Straße gehen für ihre berechtigten Forderungen, dann muss man zusammenstehen. Und das ist ganz klar, dass dann ganz offensichtlich, so wie das dort läuft, die Kolleginnen und Kollegen hinter den Forderungen stehen. Das kann man erstmal nur so bewerten. Und verstehen Sie, dass die ganz normalen Menschen, die ja auch bei Ihnen arbeiten, aber die auch jetzt heute Morgen in der Stadt waren, verstehen Sie, dass die frustriert sind ob der Gesamtsituation? Nochmal, es ist sicherlich ganz klar, dass wir immer bedauern, dass Passagiere, dass Nutzerinnen der Dienstleistungen, die wir anbieten, in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber wir haben keine anderen Mittel. Es hilft nicht sozusagen, sich mit den Arbeitgebern an den Tisch zu setzen und Süßholz zu raspeln. Ja. Das ist eben das Problem. Man muss auch verstehen, dass auch die Arbeitgeber mittlerweile ganz andere Wege eingeschlagen haben. Und das, was früher Sozialpartnerschaft war, wo man gesagt hat, na gut, wir einigen uns hier und ihr kriegt auch was und davon sollt ihr auch leben können, das ist vorbei. Das muss man einfach auch realisieren und deswegen stehen wir hier und fordern das auf diese Art und Weise ein. Ich bedanke mich herzlich für die Aufklärung und ich hoffe, dass das beim Volk ankommt tatsächlich, weil ich habe schon gespürt, dass sehr, sehr, sehr viel Unverständnis und Verzweiflung ist und dass so ein bisschen das Gefühl war, dass sich eben die Gewerkschaft von dem entfernt, was sie mal war, also von eigentlich ja, vom Volk, von den ganz normalen Bürgern sozusagen. Das würden Sie wahrscheinlich nicht so unterstreichen und ich verstehe, was Sie gesagt haben, aber es ist trotzdem eine Entwicklung irgendwie, die ich besorgniserregend finde, als jemand, der früher auch auf die Straße gegangen ist. Man könnte auch das andersrum drehen und sagen, die Gewerkschaft kommt jetzt auf den Begriff. Denn im Grunde genommen machen wir genau das, was unsere Mitglieder fordern. Unsere Mitglieder sagen, wir kriegen nicht genug sozusagen Geld durch die Tätigkeit, für die Tätigkeit, die wir verrichten. Und wir sind diejenigen, die am Ende irgendwie dafür büßen, nicht nur in der Arbeitszeit, sondern am Ende auch in der Rente. Und deswegen, sage ich mal, erfüllen wir das, was die Mitglieder auch von uns fordern. Und wir nutzen dafür natürlich die grundgesetzlich geschützten Rechte, unter anderem das Streikrecht. Und wir würden natürlich auch jederzeit darauf verzichten, wenn es denn anders möglich wäre, aber wir kommen in den Verhandlungen mit anderen Mitteln eben nicht weiter. Ich danke Ihnen herzlich für die Zeit und für das Gespräch und wünsche Ihnen guten Appetit bei den leckeren Franzbrötchen und einen guten Streik und schönes Wetter auch noch. Ja. Sehr hartnäckig versuchen, für mehr Personal zu sorgen. Ja, soweit das Gespräch. Ich kann Teile davon und der Position von Verdi verstehen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss ich sagen, ich verstehe vor allen Dingen die Hamburger und stehe auch auf der Seite der Hamburger, die auf Deutsch gesagt einfach die Schnauze voll haben. Diese Spirale, die da angestoßen ist, die Streiks, die ständigen, die Unsicherheit, dass man nicht mal mehr normal verreisen kann. Ich verstehe total den Frust, den die Menschen haben. Hier drüben ist jetzt die Ansprache. Eine Schar von vielleicht 60 Leuten ist gekommen. Das ist auch ehrlich gesagt nicht so viel. Aber er hat ja im Gespräch auch angekündigt, dass ja bald die Kollegen von Lufthansa Boden auch noch streiken werden. Und dann werden es wieder mehr werden. Und dann wird auch übrigens direkt vor dem Terminal gestreikt. Das heißt, wir können weiter gespannt sein und können nur hoffen, dass irgendwann diese Zeit der Streiks, der unvorhergesehenen Streiks zu Ende ist und dass Vernunft einkehrt auf allen Seiten.